Hallo und willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir müssen Songbird aufhalten, einfangen, umbringen. Ich habe keine Ahnung. Wir versuchen es einfach mal. Ich bin doch hier. Oh, das ist in Ordnung. Hast du meine Waffen gesehen? Die sind echt nicht schlecht. Gibt's hier Loot? Loot? Nö. Hey! Wolltest du mich umbringen? Wenn ja, war das kein guter Versuch. War ein bisschen zu langsam dafür. Habe ich kommen sehen. Hier können wir ein bisschen lang sprinten. Was bist du denn? Zumindest was, was ich scannen kann. Das würde ich auch gern wissen, wer Day ist. Find a way around. Oh, hier ist eine Tür, die leuchtet. Und hier ist Loot. Ja, das ist doch immer so. Immer da durch? Nee. Ah, da ist ja wieder so ein Ventilation-Schaft. Da kommen wir bestimmt durch. Ah, das sieht doch gut aus. Oh, hier piept was. Ist das wieder so ein Relikt-Ding? Keine Ahnung. Also, das Piepen macht mich echt verrückt. Das ist ja wie im Dampfbad hier. Nur mit bisschen mehr Stolperfallen. Songbird? Chalk it up to historical necessity. Your plan, Brian McGlynn. Mine, produced results. You use me. Give me a break. What the? You're backed into a corner. Nowhere to run. And until I get what I want, in that corner you'll stay. The data from the Cynosure mainframe. Bring me that. Then, and only then. You'll let me go. Yeah? Songbird, you okay? That vision. The hell was that? I mean, what the fuck? Vision? Oh my god. The memory. In fragments. Fucking hell, the one. Trusted. The one who then betrayed me is my one witness. Naja, so krass habe ich dich jetzt nicht betrogen. Ich wollte nur, dass Reed uns hilft und du nicht irgendwie eine komische Nummer abziehst. Okay, ist aber interessant, dass Hansen sie wirklich so in der Hand hatte. Also das waren beides Hologramme. Den einen, den Kurt, den habe ich schon längst umgebracht. Selbst stark genug für diese Billo-Tür hier. So, liegt hier irgendwas von Bedeutung? Ich glaube, das ist eher der Weg und... Oh, kein Loot hinter der Tür. Also vielleicht schon, aber ich komme nicht ran. Nicht mal eine Interaktionsmöglichkeit. Da ist noch ein Songbirdchen drin. Aber hier gibt es ja auch interessantes Zeug. Achso, das war die Wand, durch die wir nicht durchgekommen sind. Echt eine gruselige Atmosphäre hier gerade. Zum Glück ist die Musik nicht so gruselig. Ansonsten würden mir die Nackenhaare aufstehen. Und sämtliche anderen Haare auch. So, irgendwie noch mehr Story-Elemente hier drin. Sieht nicht so aus. Okay. Hätten wir auch straightforward einfach hier rein. Hey! Dann mach's nicht.
Lockdown protocol in effect. Remote control operating via data terminals Alpha and Bravo. Data terms could disable them. Break the connection. Kill remote control. Möglich? Was kann ich denn hier machen? Open Gate to Sektor 3. Mist. Versuchen kann man es ja mal. Wo bin ich denn? Ich muss dazu. Und mein Standort ist wahrscheinlich zwischen 5 und 4, würde ich mal sagen. Nee, du bist welches Gate? Gate 3. Sierra Victor, ach, gib mir doch einfach Wegpunkte. Okay, zwischen 2 und 3 sind wir gerade. Oder? Zwischen 3 und 4. Na gut, wir werden es finden. Hab so das Gefühl, das ist hier irgendwo links. Living Quarters und Engineering. Also 3 ist nach links. Living Quarters sind 4. Okay, da ist 4, da ist 3. Das heißt, 1 müsste direkt vor uns sein. Living Quarters. Was habe ich mir da schon... Was habe ich mir denn da schon wieder zusammengereimt? Das ist einfach Glas. Ich komme nicht durch Glas. Lame. Server Room Administration. Das waren die anderen. Ach, ich brauche den Server Room. Das heißt, die werden irgendwo hier sein. Okay, da komme ich nicht durch. Kann ich vielleicht was scannen? Server Room, vielleicht hier drin? Shutter! Dafür brauche ich nur 3 Stärke. Ja. War doch gar nicht so schwer zu finden. Gate. Kann ich nicht aufmachen. Na gut, interagieren wir erstmal hier. Access Terminal. Disable Data Terminal. Und wie mache ich das? Was braucht man? 55, noch eine 55, 1C, noch eine 55, 55, 1C, noch eine 55. Supi. Hey, das finde ich nicht nett. Oh je, die ist ja kompletter Staustall im Kopf. Und hier ist das andere Terminal. Raus mit dir. Als würde ich Avira installieren. Hey, ouch. Ich könnte es versuchen. Kann ich hier unten durch? Anscheinend. No Songbird. This ends now. Data terminal Bravo disabled.
Höhen abgestöpselt. Au! Können wir gegen das Ding kämpfen? Ich kann meine Waffe leider nicht ziehen. Das sollte mich einfach zerquetschen. Oh, es ist abgeschalten. Muss ich rennen oder kann ich kämpfen? Ich sehe euch auch. Au! Lass das! Geh weg! Oh, direkt ins Gesicht. Das ist natürlich mein Schwachpunkt. Ah! Na gut, dem Ding müssen wir dann wahrscheinlich tatsächlich ausweichen. Ich habe aber den Weg gefunden. Ich war nur etwas zu langsam. Ah, sind wir wieder da. Ja, ja. Runter mit dir, du Gitter. Echt ein bösartiges Vieh hier. Nicht ins Gesicht. Gut. Teil ist wieder lahmgelegt. Ich versuche diesmal mein Bestes. Na, das wollen wir mal sehen. Ich habe den Weg gefunden. Hui. Das ist mal eine Mission. Ich höre getapselt, das mag ich gar nicht. Ich höre den Roboter oder die AI, was immer, das ist direkt vor der Tür. Zumindest habe ich es gehört. Jetzt ist es relativ ruhig. Wir müssten zu Data Terminal Victor, wo auch immer das ist. Ich glaube, das ist die einzige Tür, die mich rauslässt. Oh, was ist denn hier los? Auch wieder in der Erinnerung. Shit, feeling dizzy. Think I might be scared. What if I'm no better? Anesthetics kicking in. All right, so. Now just lie back and close your eyes. See in the stock? So beautiful. Now count down for me. Start at 10. 10, 9, 8. Patient's fully sedated. Let's begin. Krass, was die ihr angetan haben. So, wir scannen mal unseren Weg hier ein bisschen. Ah, hier wäre ich auch rausgekommen. Gut zu wissen, gut zu wissen. Okay, die Tür ist geblockt. Ich schätze mal, das Spiel will, dass ich da rausgehe. Oh, das kann man auf erzwingen, dass es aufgeht. Das braucht aber den vollen Ability Tree. Müssten wir hier eigentlich schleichen? Keine Ahnung. Engineering, da wollen wir doch diesmal, glaube ich, nicht hin. Da gibt es zwar noch Komponenten, aber... Oh, ich höre einen Roboter. Ich glaube, ich speichere mal, weil nochmal... Ah, ich kann gar nicht speichern. Ist eine interessante Mission auf jeden Fall.
Oh. Okay, der geht irgendwie rundherum. Beinahe hätte er uns aufgespürt. Da hinten ist er. Geht irgendwie nach oben. Oh, mir gefällt die Mission. Ich bin doch schon gegruselt. So, irgendwie. Maintenance Storage. Victor ist bei 2 und Maintenance ist gerade aus. Was war Maintenance? Braucht man nicht. Wir müssen zu Data Terminal Victor. Und das ist bei 2, also beim Security Room, da wo wir hergekommen sind, müsste die Richtung sein. Wenn mein Orientierungssinn. Schauen wir erstmal in Storage. Ich dachte gerade, das wäre wie das Ende. Na, ich höre den Roboter wieder. Außerdem sind die Artefakte auf dem Bildschirm. Ja, aber ich existiere gerade. Okay, muss irgendwie ganz nah. Genau, die Artefakte auf dem Bildschirm sind auch ein gutes Zeichen, dass der Roboter in der Nähe ist. Gut, ja, mal wieder ein bisschen. Ich glaube, das Desinfektionsmittel spare ich mir. Muss mal irgendwo hier lang. Wieso flüstere ich eigentlich? Hört mich ja nicht wirklich. Something disabled it. Terminal's fried. Fixable though, I think. Just gotta reroute the power. Might be enough for one shot. Wer weiß das schon? Oh oh, Roboter kommt, Roboter kommt, Roboter kommt. Mach auf! Da ist er. Da ist er. Meine Herren, war das knapp. Oh, der ist immer noch drin. Jetzt ist er irgendwo hin. Okay, schnell weg hier. Hab keine Ahnung, wo es hingeht. Ich bin einfach nur panisch. Muss ich hier irgendwas drin machen? Reroute Power? Das sieht doch ganz gut aus. Oder ist es schon Sierra? Nee, wir müssen ja Victor finden. 1C, BD haben wir hier. 1C, BD, BD, E9. Sehr schön. Das ist gerade überraschend spannend. Hab das Gefühl, es ist im Raum mit mir gewesen. Kann ich hier drin noch irgendwas Nützliches machen? Boah. Unpowered, wo muss ich denn die Power hinbringen? Hallo? Vielleicht da durch den Exit? Oh, da kommt's Monster. Thank you.
da ist es. Wir kommen nicht mehr raus, fuck. Oh Mann. Und ins Gesicht. Na gut, jetzt bin ich dran gewöhnt. Irgendwie. Das werden wir schaffen. Hoffentlich müssen wir das nicht komplett vom Anfang machen. Nee, ich glaube, irgendwie so ein Terminal war bestimmt ein Checkpoint. Zumindest wenn es die Entwickler gut mit mir gemeint haben. Was ich hoffe. Ja, das sieht doch schon ganz okay aus hier. Okay, unpowered. Mach mal hier mal auf und... Server Room war wieder nach rechts. Schauen wir mal, ob wir da hinkommen. Server Room. Wir müssten ungefähr dahin, wo wir davor waren. Wieso ist das hier wieder zu? Das Monster kommt. Einfach schön aussitzen. Und ja, nicht hinsehen. Mist. Sind doch jetzt ganz nah. Okay, da hinten ist es und geht's nach oben. Gut, wir haben einen neuen Checkpoint. Bin ich hier noch richtig? Vielleicht hier rein? Sieht gut aus. Und dann vielleicht wieder runter. Ah, ist auch zu, Mist. Ah, habe ich echt keinen Plan, wo ich hin muss. Server Room. Und wir müssen eigentlich zu Victor. Also das, was vorhin... Bring back the power to the terminal müssen wir jetzt machen. Das können wir auch... Oh, oh. Oh, oh. Und da können wir rein. Das was gebracht? Nö. Nur nicht bewegen. Ja, überraschend gruselig die Mission. Zumindest für mich. Ich bin eigentlich nicht so der Horrorspieler, weil ich sehr ängstlich bin. Da habe ich Loot übersehen. Es waren nur Tier 2 Komponenten. Mein Hirn funktioniert nicht richtig, wenn ich vor Monstern fliehen muss. Deswegen habe ich keine Ahnung, wo ich hin muss. Gleich hier rein. Das wird jetzt so ein Trial-by-Error-Ding. Ja, mit den Euro-Dollars. Das mache ich hier nicht umsonst. Einfach, man sieht mich hier in der Ecke nicht heulen. Kann nicht sagen, ob es... Ich glaube, es entfernt sich. Es entfernt sich. Jetzt kommt es wieder näher. Das kann ich irgendwie hochjagen da hinten. Weiß zwar nicht, was das bringt, aber... Außer, dass das Monster wahrscheinlich dann direkt kommt. Hey. Vielleicht muss ich es ja sogar zerstören.
Na, zumindest jetzt sehe ich nichts mehr. Okay, keine Ahnung. Vielleicht war das nur die Warnung, dass das mir so ins Gesicht explodieren könnte. Security Room. Muss ich da überhaupt rein? Wir finden es raus. Also da ist zumindest ein Data Terminal Access Point. Dann wollen wir mal. Oh, das ist Victor. (1C) 55 55 1C. Wunderschön. Oh oh. Roboter steht draußen. Roboter ist drin. Roboter ist ganz nah. Nein, bleib offen. Schnell weg hier. Oh, da ist noch eine Erinnerung. Ich habe nicht so wirklich Zeit für das. Komm schon, offen, offen, offen. Mach auf! Aufmachen. Ich habe Angst. Komm schon. Ja. Ich werde nicht nach hinten schauen. Was glaubst du, was ich hier mache, Songbird? Fuck. Fuck, locked. Gotta find a way fast. Kommt näher, kommt näher, kommt näher. Fuck, ey! So knapp. Boah. Ich habe einige Horrorspiele auf der Liste. Mal schauen, ob ich mich traue, die zu spielen. Ich hoffe mal, das Spiel hat ihren geschickten Checkpoint für mich gesetzt. Naja. Naja, mag ich nicht so hier. Kann ich wenigstens EMP-Granaten werfen. Ja! Ja! Ja, in der Tat. Was muss ich jetzt machen? Okay, einfach warten. Warten und verzweifeln. Ich rüste trotzdem mal EMP-Granaten aus, allein. Was ist das? Behavioral Imprint. Nee, das brauche ich gerade nicht so. Blut, ich komme. Kann ich was machen? Das ist der Nervous System, bla bla bla. Oh, Transmission 2 kommt gerade an. Rudimentary
SO, fragil, keine Ahnung. Oh, Transmission 3. They won't see it coming. Easy to break? Ist das ein Code für mich? Ich glaube, vielleicht sind das die AI, die sagen, dass die Menschen so leicht zu brechen sind. Oh, das ist creepy. Zumindest für mich. Aber ich bin auch nicht viel gewohnt. Vielleicht findet man hier wieder schöne Kleidung. Nein. Solemnly swear to faithfully serve the new United States of America. So help me God. Ugh. So help me God. What now? Learn, be useful, resourceful. Reed will see to that. And whatever you need, it'll be provided. Welcome to the FIA. Das ist echt eine schöne Mission, auch mit den Erinnerungen, dass ich mir hier bisschen ins Höschen mache. Also so schlimm ist noch nicht, aber ich war schon mal entspannter. Ne, komm, mach auf. Worauf warten wir? Ja, ich warte. Werde ich schön desinfiziert. Und nü? Force Open funktioniert wieder. Wo sind wir denn hier gelandet? Oh, ich bin hier. Probier mal's. Shutdown Core. Oh, wieso mussten denn drei failen? Muss ich bestimmt wieder fixen. Da komme ich immer noch nicht rein. Okay, wir müssen zwei Commands Room noch mal finden. Oh, weitere Erinnerung. Coin. What have you gotten me into? Nothing you'll regret. Besides, I'll be right beside you. Always. I promise. Two questions. Shoot. You regret it? Like, ever? Once, a long while back. Decided then and there I'd never regret it again. Second question. Read. Ever broken a promise? Once. A long while back. Haven't broken one since. Never will. Careful. I'll hold you to that. Na gut, Erinnerung ist weg. Komme ich hier eigentlich durch, während das glitscht? Au. Komm schon. Nee, geht nicht. Geht einfach nicht. Dann wollen wir es mal im Labor probieren. Hab das Gefühl, da kommt wieder das Monster. Neural Network Control. Müssen wir da überhaupt hin?
Alles gut bei dir? Mist. Kann ich nicht einfach drauf schießen? Gotta be the neural stabilizer systems control. Einfach Stecker raus. Das funktioniert natürlich auch. Aber hier sind drei Stecker. Da ist noch einer. Will doch nicht hier reinkommen, oder? Doch, natürlich. Na komm, rechts oder links? Ich hasse diesen Roboter. Ja, den habe ich richtig klug ausgespielt, würde ich mal sagen. Da ist noch ein Kabel. Eieiei. Und einfach ausgesteckt. Oh, habe ich leider geskippt. Wollte ich nicht. Ich wollte nur wieder aufstehen. Das ist mit dieser Doppelbelegung von den Tasten ein bisschen komisch. Monster ist wieder da. Kann mich nirgends anders verstecken. Ein Glück checkt das nicht hier, die Besenkammer. Komm schon, verschwinde wieder. So, wir sind wieder sicher. Wenn auch nur für eine kurze Zeit. Hier ist noch ein Terminal. Ah, auch nur Transmission kann nichts hier mitmachen. Fakt, nicht der richtige Raum. Observation, Experimental Prototyping. Data for Central Command, das klingt doch richtig. Kann nicht mit interagieren. Da ist irgendwas, was wieder Power benötigt, so wie es aussah. Here it is. Data Force Central Command. Komm schon. Damn it. Gotta use brute force. No other way. Und wie brute force ich das hier? Hm, nicht so wichtig. Wenn Brute Force heißt, ich soll das einfach hochjagen, sehe ich das hin. Fuck. Mist. Ich bin zu panisch und dann öffnet sich die Tür nicht.